Die Gastronomie in Vorarlberg soll am 15. März öffnen. Das Land Vorarlberg hat hier bestimmte Voraussetzungen für eine Öffnung festgelegt. So sollen Außen- und Innenbereiche bei Gastronomiebetrieben gleichzeitig öffnen, natürlich mit Hygienekonzepten, Abständen, Personenbeschränkungen, Tests und auch Registrierung. Doch was sagen die Vorarlberger dazu? Ich höre mich jetzt in Dornbirn um. Die Vorarlberger Landesregierung diskutiert ja derzeit mit dem Bund über die Öffnung von der Gastronomie. Finden Sie, dass da gleichzeitig Außen- und Innenbereiche von der Gastronomie öffnen sollten? Natürlich mit den geltenden Maßnahmen. Absolut. Absolut. Das denke ich aus dem Grund, weil wenn ich den ganzen Tag muss da hin arbeiten, wenn das erlaubt ist, das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen wie so ein Gegner, aber finde ich das sinnlos, wenn man jetzt nicht sitzen darf mit einem Test, dass das nicht gültig ist. Macht keinen Sinn, absolut keinen Sinn. Wie man sieht, die Zahlen sind immer noch gleich. Und ich glaube nicht, dass jetzt Restaurant der Auslöser war, damals noch, also damals, vor einem Jahr. Die Selbsttests, gibt es ja die Diskussion, ob die zugelassen werden sollten. Sollte man den Selbsttest gleich viel gelten lassen wie dem zum Beispiel beim Arzt? Selbsttest ist das, was man in der Apotheke machen kann, gell? Ob das ausreichend ist? Ja. Sollte, finde ich. Sonst kann ich so ewig lang noch weitergehen, so, oder? Ja gut, wenn sie es durchziehen, wenn sie es durchbringen, würde ich es gut finden. Innen und außen. Vor allem jetzt kommt der Sommer, wer wird schon drinnen sitzen? Also, wenn eh alle draußen sind. Und erstens einmal, und zweitens, jetzt trifft sich auch jeder daheim, heimlich. Aber ist privat oder drinnen. Dann habe ich lieber einen Test und gehe offiziell in ein Restaurant, wo ich weiß, da sind aber alle getestet worden, fühle ich mich sicherer. Ja, also ich muss das nicht unbedingt hier, weil erstens nur Outdoor, das ist viel zu kalt, das kann ich mir nicht vorstellen. Und Indoor, das ist so kompliziert mit Testungen. Und die normalen Tests, da die Nasenbohrer-Tests oder wie die heißt, die gelten ja nicht, oder? Also ich kann mir das nicht vorstellen. Wir werden es jetzt die 2 oder 3 Wochen ohne aushalten. Also denken Sie, es wäre besser, man wartet noch ein bisschen? Ja, der Meinung bin ich schon. Und wenn es dann ins Aufmachen geht, wäre es Ihnen dann am liebsten, es wird beides aufgemacht, oder? Ja, mir ist das egal, aber ich gehe gerne ins Café und gehe essen und so, aber es muss ja nicht unbedingt drinnen sein, es kann ja draußen auch sein. So wie es war, ist einfach, oder? Ganz einfach. Nicht da umeinander, Einschränkungen, Tests und tralala und Klumpenzeug, das bringt ja gar nichts. Das bringt ja gar nichts. Die müssen jetzt einfach halt einmal akzeptieren, dass es einfach so ist. Und dann sollen sie genau so weitermachen, wie es früher war. Schon fertig. Aus. Ende. Also Sie sind froh, solange die Gastronomie aufmacht? Ja, ich brauche es jetzt nicht unbedingt, sage ich jetzt einmal, oder? Weil, ich bin jetzt nicht der Gasthaushocker. Aber es sollte halt einfach wieder so sein, wie es einfach vorher war. Ist. Oder? Weil das ist ja Katastrophe, da wirst du ja deppert. Ja, ich würde sagen, das ist, was das Land macht, sehr gut, finde ich das. Weil ich kann nicht heraus aufmachen und drinnen zumachen, das geht einfach nicht, oder? Und es ist lang schon jetzt, finde ich, das Ganze. Oder? Darum möchte ich sagen, ich wäre dafür, dass man das aufmacht, oder so. Und mit Beschränkungen und Sicherheitsmaßnahmen, wie, oder? Und voll ist voll, wenn man telefonisch anmelden, dann geht das. Oder? Und registrieren, dann muss doch das drinnen sein, das gibt es ja gar nicht da. Und dass man mal endlich mit den Masken aufhört, das ist ja furchtbar. Aber sonst finde ich das schon gut. Finden Sie auch, die Selbsttests sollten gelten für den Zutritt? Nein, das finde ich nicht da, weil ich finde, wenn einer was hat, dann hat er sowieso was und das Selbsttest finde ich nicht in Ordnung. Weil so Mutzdings, der eine macht das, der eine macht es nicht, dann verärgert man ihn, oder? Und dann kommt da niemand. Das finde ich nicht gut.